Herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Ich bin Alex und zeige euch im heutigen Video ein paar ungewöhnliche, aber sehr schwere und effektive Übungen. Die erste Übung ist der Assisted Victorian Hold am Boden. Diese tolle Übung kann überall ohne Equipment ausgeführt werden. Achtet darauf, dass ihr eure Schulterblätter und Ellenbogen vollständig nach hinten zieht, bis ihr euch selbst vom Boden hebt. Der Candle Raise ist eine ähnliche, aber schwerere Übung für die hintere Schulter. Lasst eure Füße so weit wie möglich über der Hüfte. Je mehr ihr sie kopfwärts lehnt, desto einfacher wird die Übung. Der Swedish Bars Front Support ist eine gute Übung, um die Spannung im Oberkörper zu verbessern. Passt auf, dass ihr euch nicht mit den Füßen abstützt. Der Reverse Planche Lean ist eine sehr schwere Übung für die Rückseite des Körpers. Um es richtig auszuführen, achtet darauf, die Hüfte zu heben und die Schulterblätter zusammenzuziehen. Wenn ihr auch eure Beine trainieren wollt, dann zieht euch mit der Ferse zurück und hebt die Hüfte noch ein wenig mehr. Der Swedish Bars Back Support trainiert je nach Griff die vordere oder mittlere Schulter. Achte wieder darauf, dich nicht mit den Füßen abzustützen. Der negative Maltese Raise ist eine gute Übung, um die Kraft für einen Planche aufzubauen. Geht in eine fast horizontale Position nach unten und lasst den Körper leicht rund, um eine Protraktion der Scapula zu erzeugen. Lasst die Schultern nach vorne gedrückt. Wenn ihr die Handinnenflächen nach unten zeigend auflegt, trainiert ihr noch mehr die vordere als die mittlere Schulter. Der Sitting Stretched Leg Raise ist eine aktive Dehnübung. Legt eure Handballen in die Mitte zwischen Knöchel und Knie auf den Boden. Wenn ihr nicht genug gedehnt seid, legt sie einfach näher an die Knie. Der Sitting Stretched Straddle Leg Raise ist ähnlich wie die vorherige Übung, aber viel schwerer. Legt die Beine im 90 Grad Winkel ab und legt die Handballen auf die Linie zwischen den Fersen. Um den Scapula Raise korrekt auszuführen, musst du dich nur mit den Schultern hochziehen und dann nach hinten rotieren. Behalte die Spannung in den Schulterblättern bei und lass sie herunter und zusammengezogen. Achte darauf, dass die Ellbogen gerade bleiben. Der Unterarm Push-Up ist eine gute Übung, um den Handstand und Planche zu stabilisieren. Dabei darfst du nicht mit dem Rumpf schwingen und musst die Ellenbogen gestreckt lassen. Wenn du näher zur Wand gehst, wird es einfacher, wenn du weiter weg gehst und die Hände tiefer setzt, wird es schwerer. Das war unser Video der Top 10 Geheimübungen. Für mehr Videos klickt auf Like, Abonnieren und Teilen. Danke und bis bald.